Liebster, wir sind nun erst seit wenigen Momenten getrennt und schon lässt mich deine Abwesenheit desorientiert dastehen. Wie konnte es dazu kommen? Wer sind die Dämonen in Eden? Sind unsere Sünden, was uns an Horror bindet? Ich bin eine Künstlerin und mir wird meine Muse verweigert. Das widergespiegelte Bild meines Zustandes ist jenseits widerlegend. Die Minuten, die zwischen uns vergehen, vervielfältigen sich wie das Blut des Pflanzenstock auf den Manschetten eines Mörderers. Mein Verlangen. Das Gesicht des Krieges passt mir nicht. Ich sehne mich danach, erneut dein Lied zu hören. Es gibt nur wenige Dinge, die ich mehr vermisse als das Echo deiner Seele, wenn ich durch das offene Fenster im Flur, während ich durch die Gärten geschlendert bin, zugehört habe. Alles, was ich nun verstehe, ist, dass deine Musik ein Echo ist. Du musst etwas schreiben. Melodien, die mich plagen, sind nun depressiv unbedeutend. Der einzige Rhythmus, den meine Ohren wahrnehmen, sind die stumpfsinnigen, monogamen Geräusche der Flugzeuge über uns. Ich bin hingerissen, aufzustehen und dir in den Süden zu folgen, durch die italienischen Ebenen zu den Ländern der Pharaonen im Sand. Ich würde dir noch weiter folgen, nur um die Musik meiner Seele wiederzuhören. Komm zu mir nach Hause. Ich werde auf das Schreiben zurückgreifen, in der zerbrechlichen Hoffnung, das, was ich aufsetze, wird die Rückkehr deiner Lippen beeilen. Sei vergewissert, dass deine Wörter in deinem Brief mir Trost auf eine Art schenken, welche ich in keinem Fall wiedergeben kann. Deine Musik ist, wonach ich mich wahrlich sehne. Deine Musik ist die wahre Sprache des Verlangens. Und vielleicht kannst du in meiner Abwesenheit eine anhaftende Muse darin finden. Jede Nacht hier ist unerträglich. Kein Lied fällt mir ein. Ich wünschte, du könntest zurückkehren. Was wird aus mir werden? Ich wünschte mir, du könntest wegrennen, rennen und verstecken und zurückkehren. Komm zu unserem Anwesen zurück. Schreibe ein Lied für mich, meine Liebe, für meine Zeit, die ich von dir getrennt bin und für den Moment, nach dem wir beide uns sehnen, meine Rückkehr. Schreibe ein Lied, das es erscheinen lässt, als wäre ich nicht fort. Finden wir das eine perfekte Stück, unberührt, nicht verkrumpelt, perfekt und still. Mein Lieber, ich habe es geschafft. Ein Stück um jeden Tag, den wir getrennt waren, um jeden Moment, in dem mir die Wärme deiner Berührung verweigert wurde, auszustrahlen. Ich sehe es als meine Seele und Meisterstück an. Die Ansammlung meiner Arbeit als Künstlerin. Ich werde es heute Abend für ganz Hamburg öffentlich spielen. Du wirst es auch bald hören und ich kann es kaum erwarten. Together dancing cheek to cheek.
vergammeln soll.